Und kommst dann wieder zum Game Over Screen. Ah. Läuft nicht. Muss spulen kurz. Das gibt's nicht. Was ist da los, ey? Was ist da los? Yay, wieder hier. Jetzt safe staten. Und dann kann's weitergehen. Stimmt, hier einmal durch die Chucks. Wo war ich denn gewesen? Hier vorne war ich. Okay. Meine Herren, du. Das hat reingewummt nochmal. Dass ich jetzt immer noch Bock drauf habe auf dieses Spiel. Das ist echt bemerkenswert. Stimmt, ich war ja schon da oben gewesen dann. Das stimmt. Muss ja erst den Sprung hier noch schaffen. Ah! Ey, cool! Der hat sich super prima angefühlt. Na, ich denke mal, durch kommst du da auch gar nicht, ne? Oh, der kommt. Der könnte sauber werden, wollte gerade sagen. Vom Timing her, von unten daneben. Oh, du kannst auch nicht so tief. Warum kannst du nicht so tief? Die Pflanze, die ist doch noch nicht mal ganz eingetaucht gewesen. Dort, in diesen Mancha. Oh, hätte ich nicht gedacht, dass der noch kommt, ey. Okay, jetzt scheint aber zu funktionieren, so wie ich mir das gedacht habe. Schön, dass hier alles immer noch so logisch bleibt auch, ja? Dass du hier... ja nicht irgendwie irgendwelche Bugs oder sowas noch nicht ausnutzen musst. Es hat einfach nur Skillor-technisch hier, dass du hier einfach nur Skillor-technisch abliefern musst. Das ist schön zu sehen. Ich dachte, hier wäre schon... Ja, komm schon, Mario. Dachte, da wäre schon eher solche Bugs dann eben, dass du die ausgenutzt bekommst, dann rumgemalt worden. In Kaizo Mario World, aber... Es bleibt fair, bloß knackig schwer. Das gefällt mir. Das ist super gut. Oh, komm schon. Ah, dieser Chuck da vorne, der ist doch schon längst raus aus dem Bild. Warum muss er da immer noch Stress machen? Auch hier direkt an der Wand dranbleiben, okay. Super gut. Komm schon, noch diese Konzentration auch. Einmal hätte man mir noch springen lassen können. Da unten. Yes. Ich hab's hier noch speichern, schnell. Gucken, wie es weitergeht. Okay. Trollolo geht's weiter hier. Eieieiei. Und da kommt Kugelwillis auch noch angeflattert. Aber da ist auch schon das Schild zum Ziel. Das ist mega, mega prima. Okay, du musst dann direkt, wenn du es schaffst, da drüber zu kommen, abspringen. Unten durch, unter durch geht's leider nicht unter den. Brauch hier auch mehr Anlauf für, okay.
Ja, wird so nix. Ah, zu früh abgesprungen. Komm schon, Mario, der wird gut. Oh, du kriegst keinen Speed drauf. Warum auch immer. Ah, da hat er Speed gehabt, aber etwas zu spät abgesprungen, leider Gottes. Er kommt nicht mehr. Oder warte mal. Den kann ich mir doch hier auch. Wo ist der denn? Der ist ein weiter, glaube ich, ne? Easy peasy zunutze machen, oder nicht? Was, der ist zwei Blöcke? Nee, ein Block weiter. Warum erwische ich den denn zuvor nicht? Kann ich doch auf ihm rauf? Wollte doch meinen. Ja, Gott! Auch nicht übel. Haben sie auch dran gedacht. Dass du da gar nicht bescheißern kannst mit. Ja, vielleicht kannst du ja trotzdem. Wer weiß. Dich erwischen würde. Ja, geht so nicht. Glaube jetzt habe ich mir hier schon fast alle verbaut. Oh, nee, doch nicht. Okay. Das doch nicht. Das geht doch noch. Du musst bloß zusehen, dass du den oben dann nicht erwischst. Diesen Kaiserblock. Aber macht sich easier. Macht sich auf jeden Fall easier, darüber zu kommen. Drüber hinwegzukommen. Vielleicht ist das auch das Rätsels Lösung einfach gewesen, dass du dir den aufmachst. Boah, ja, scheiße. Aber er kommt. Du musst bloß abbremsen zur rechten Zeit. Dann klappt das auch. Wie gut, ey. Okay, dazwischendurch nur noch und dann war das gewesen. Yes! Mann, ey, ich hab's geschafft. Wie gut ist das? Das erste Kaizo Mario. Leider Gottes nur das erste, das allererste. Aber wenigstens ein Level geschafft. Wie gut. Mal gucken, was im Schalterpalast oben los ist. Auch nie drauf eingegangen. Da unten, da stand eben Akibahara, ne? Ja, hier können wir speichern. Oder? Death Palace? So heißt das oben? Ja. Also haben sie hier auch eigene Levelnamen eingegeben dann. Der Hackersteller, The River Dykes. Okay, mal gucken, was da oben los ist. Mal gucken, da bin ich sehr gespannt. Sicher schwer. Schalterpaläste sind, glaube ich, immer schwer, oder? Okay, alles klar. Wie war, du musst dann instant nach links rüber, oder wie? Hä, wie willst du denn das schaffen? Hier musste, glaube ich, irgendwas ausnutzen. Was ich nicht weiß. Aber du kommst rüber, okay. Du kannst schnell laufen gedrückt halten dann und dann rüber. Dann müsstest du es schaffen, glaube ich. Yes, okay. Okay. Ja, der ist auch gut da drüben. Scheiße. Ich werde mal noch einen Safe State setzen. Ach nee, du kannst ja rüberlaufen dann, ne? Von hier aus? Ja, das geht, okay. Yes! Hä? Ach so, okay. Uiuiui. Gott sei Dank ist mir das da noch eingefallen, ey. Ah, warum muss er springen, ey? Okay, und dann wieder zurück mit dem P-Switch dort. Aber macht Spaß. Es ist so ein bisschen Knobelei auch hier drinne. Das ist ja mega prima. So, hier nochmal ein Safe State. Der springt doch gleich wieder hoch, ne? Ne, erst tänzelt er ein bisschen, okay. Na, komm schon. Was ist das für ein Geier? Dingens.
Rot. Sogar solche Bonusblöcke waren das doch, ne? Die nur in solch Bonuswelt dann eben vorkommen. Okay, hier vorne dann. Alles klar, alles klar. Ich hab's. Ich bin cool, ich bin cool. Bin okay. Was ist das? Hey, komm schon. Was ist das? Was ist das? Ihr könnt doch nicht noch mehr verstecken. Seid ihr völlig wahnsinnig? Völlig krank oder was? Der wäre beim ersten Mal mitgenommen. Na, Kacke, den hätte ich dann gebrauchen können, glaube ich. Ich dachte, ich kann nochmal abspringen. Kann ich bestimmt. Hätte ich mal nicht Dings gedrückt gehalten. Schnellrenntaste. Boah, wie er immer wieder klappt nun. So. Na, ich komm da nicht von los, ey. Von dieser Taste. Nee, die ist das hier. Y. Das is it. Ich möchte mal wissen, ob das funktioniert oder ob ich hier schon verkackt habe. Ah, du kannst da nicht von abspringen. Vielleicht mit einem Schraubesprung, doch mit dem Drehsprung. Vielleicht das. Ich werde mal da ein Safe State da drüben auch mal setzen. Na komm, hat doch sonst immer geklappt hier. Langsamer angehen lassen, Mario. Genauso. Zack. Und dann so. Okay, da musst du da wieder hoch. Und musst ziemlich flink dann eben auch auf der Rücktour sein. Okay, alles klar. So. Eieiei. Eieiei. Huiuiuiui. Also muss das hier schon deswegen hier kein Safe State nach Möglichkeit setzen. Alles in einem Zug in einen perfekten Lauf abliefern. Scheiße. Weil stimmt, du hast ja keine Zeit hier vorne, den noch da irgendwie rauf zu ballern, rauf zu schmeißen. Den ersten Widersacher hier, dass du da irgendwie von dem Mannschaften nochmal abspringen kannst, während er auf den Rücken liegt dann eben. Da hast du ja gar keine Zeit dann für. Stimmt schon. Ja, komm schon. Na. Okay, oh, du kommst gleich hoch. Alles klar. Ach du Scheiße. Willst du denn das machen? Wie willst du denn das schaffen? Ah. Und dann musst du wahrscheinlich dort in die Röhre rein. Ich glaube, da war noch eine Röhre bedeckt, ne? Von Manchan. Kann das sein? Das ist ja ein Scheiß. Ah, nicht mitbenommen, benommen ist auch gut. Das ist nicht wahr. Jetzt aber. Jawohl. Boah, ich hab mir verdrückt. Ich wollte erst mit B abspringen, aber ich brauch A dafür. Das ist so eine Scheiße. Oh. Nein. Schon, den kriegen wir noch, den Sprung. Oh. So, hier gleich hoch. Oh, Mütze gestoßen. Hätte ich mir da nicht die Mütze gestoßen, wäre er eigentlich perfekt, glaube. Bloß an diesen. Ja, an diesen Stampfdings hier da oben. Wie willst du denn da vorbeikommen, ey? Das weiß ich nicht. Da habe ich keinen Clou zu. Da habe ich echt keinen Clou zu. Und warum kann er mir hier downen, während ich auf dem Spinjump bin? Ich glaube, ich bin da wieder in die Wand hineingebackt, in die Blöcke dort. Na, ah, verkehrte Taste. Aber ich könnte mit diesem Sprung auch den easy peasy überspringen und somit Zeit einsparen. Habe ich ja vorhin, glaube, aus Glück schon geschafft. Ne, ja. Aber muss ja hier trotzdem warten, bis die Marmel einmal rumgekommen ist. Also, ja, bist du da auch nicht. Dolle schneller mit. Hast du da auch den Speed-Bonus, den du hier rausgewinnen kannst, dann eben. Da hast du auch nichts von. So. Dann, ach so, okay, oben vorbei.
Das ist natürlich eine Möglichkeit. Oben drüber. Das scheint zu funktionieren. Okay. So, hier rein. Oben rüber, schnell. Oh, das geht sogar. Prima. Komm rein. Oh. Aber ich war kurz davor. Das ist mega prima. Das kriege ich noch gebacken. Ja, zu viel Zeit gelassen dafür. So, jetzt. Mario, alter Sack. Oben rüber müssen wir. Oh, ich brauche einen Schraubesprung dafür. Ich glaube, er dreht sich dann auch auf dem Trampolin noch weiter. Kann das sein? Sodass mir der Block da gar nicht mehr erwischen kann. Und hier kann ich mir auch easier machen, indem ich da mit einem Schraubesprung raufgehe. Und ich da sowieso abwarten muss. Scheiße, bremse ab, Mario. Na, nimm nicht in der Hand. Ah. Das ist die Kacke, warum er dann stets und ständig aufheben will. Also selbst wenn du oben drauf landest, da hätte Nintendo anders machen müssen. Na gut, du gewöhnst ja auch dran. Natürlich doch. Brauchst ja im Mario World generell dann sowieso nie. Das will ich gar nicht gesagt haben. Gut, da musst du auch manchmal P-Switches dann eben in der Hand nehmen und rumtragen. Das will ich gar nicht. So will ich das auch nicht vertellt haben. Aber nicht so sehr unter Zeitdruck daneben. Das ist ja hier nur in den schweren Knobel. Hacks daneben der Fall, ja. Dass du darauf erst kommst, dass sie das da eben besser hätten anders machen können auch. Dass du jetzt, wenn du von oben rauf springst, dass der Mario das dann eben nicht automatisch in die Hand nimmt. Ist ja bei Panzern oder so ganz genauso. Dass er dann einfach auslöst. Und er den erst in die Hand nehmen kann, wenn er seitlich gegenläuft. So meine ich das. Hätte man da auch streichen können. Diese Attacke. Von oben hinauf, dass er da was in der Hand nehmen kann. So meine ich das doch. So, jetzt aber Concentration kurz nochmal. Kann ich da nicht irgendwie abkürzen an dieser Kugel hier schon? Nee. Du musst sagen, also es geht echt um jede Sekunde hier. Für Pro-Zocker, für geübtere Spieler natürlich nach wie vor kein Problem. Nehmen wir mal an. Easy peasy sogar. Oh, ich muss hier natürlich. Muss ja. Uiuiui. Ich wollte gerade sagen, ich habe den Schraubesprung vergessen. Scheiße, ey. Ja, da musst du dir auch beeilen, da an der Siege. Stimmt. Ja. Das ist es. Du musst hier auch rennen. Du musst hier auch rennen auf der X-Taste. Jetzt kommst du da nicht durch. Na gut, sonst kommst du doch dadurch, aber da brauchst du nicht viel auf Momentum hoffen daneben. Zumindest ja Tobi braucht das nicht. So, jetzt aber. Concentration. Ey, der hätte doch auslösen müssen. Der war doch nicht schlecht angesetzt. Ah, was war das für ein Sprung? So, okay. Oh, du bist zu langsam. Warum schraubst du da so langsam, ey? Weil ich immer wieder vergeige, darauf zu tippen. Na? Ja, ich hab schon verkackt. Hab mich gewundert, warum er nicht runterkommt, aber ich stand noch zu weit weg. Wie heißt er denn überhaupt nochmal? Der Swamp. Natürlich doch. Auch vergessen gehabt, kurzzeitig. So, oben rüber, schnell. Oh. Okay, du kannst dann sowieso mal probieren, da mit einem Schraubesprung. Das würde mich mal interessieren, das vergesse ich immer wieder. Rauf zu kommen auf solch Trampolin daneben. Auf solch Sprungbrett. Ob er dann weiter schraubt oder ob er da die Animation los wird dann. Die Schraubeanimation der Mario. Weiß ich nämlich auch nicht genau. Die dadurch gecancelt wird dann eben. Ach komm schon, ey. Kann nicht sein.